Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Wir spielen gegen VfB Stuttgart und wir schauen mal an, welche Trikots es hier so gibt. Das schwarze sieht sehr nach Italien aus. Das gelbe, wir nehmen das gelbe. Und dann geht's ab zum Anstoß. Und hoffen natürlich heute wieder auf ein gutes Gelingen. Ja, also dann mal jetzt ins Spiel. Und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Hansi Küpper, ja, hallo. So, Otaldo, du musst jetzt hier mal was reißen. Ah, hier ist Sackgasse. Ballannahme mit Sprinten gleich Ballverlust. Weil der Gegner und so. Die Davi. Okay. Oh, sehr schön gesehen. aber der hat nicht richtig gesehen. Der war ein bisschen blind. Läuft einfach am Ball vorbei. So wie ich. Nur noch schlimmer sah es bei ihm aus. So, ich versuche mich hier so ein bisschen mal zu positionieren. Was? 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 Was machst du? Er hat den Ball... Ja, nee, Fair Play. Hier hast du wieder zurück. Hast du wieder zurück. Okay. Der ist schön durchgekommen. Da ist die Chance zu flanken. Ich krieg's nicht hin, dann in dem Moment auch noch einen Trick zu machen. Quiz. Das geht überhaupt nicht. Ich muss in die Richtung drücken, wohin ich gehen will, aber vorher in eine andere Richtung antäuschen. Mit dem rechten Stick. Das muss ich mir irgendwie überlegen, dass ich das irgendwie in meinen Kopf hineinkriege. Gut abgefangen. Kriegt er den Ball? Ah, ich kann es hier nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ohne diesen Trick. Ohne irgendeinen Trick. Macht er... Boah, nee. Boah, ich bin so fett. Ich bin so fett. So, abseits, ja. Ich möchte jetzt endlich was schießen und treffen. Ich bin Stürmer hier. Kakao. Gentner, Ballverlust, Ballverlust, Otaldo, der. Ja, die können First Touch oder One Touch sofort bringen, weiterspielen. Abgefangen. Das kann ich ja irgendwie nicht. Der ist kaum vorbei. Ah, da habe ich es gerade probiert. Ich habe nach rechts gedrückt. Okay, da war der Trick. Stark gemacht, der Konter läuft. Der ist schön durchgekommen. Das kann interessant werden. Gefahr fürs Tor. Endlich mal wieder ein Schüsschen. An der Eckfahne. Ich weiß nicht, wo der Kopfball da irgendwie war. Also, ihr habt die Leiste gesehen, aber der Sprung kam nicht. Nee. So nicht. Und er zieht ab. Nein. Ich stand hier in der Mitte komplett frei. Was macht er? Er macht hier seine Aerobic-Übung. Oh Mann. Geht entschlossen dazwischen. Schöne Balleroberung, schöner Gegenangriff. Aber verbesserungswürdig der Abschluss. Und spätestens jetzt... Und da stehe ich. Hallo. Na? Ach Mensch, hier hast du einen Ball wieder. Ja, der spielt sich in den Rausch. Ja, ich stehe hier hinten. Na gut. Der Ball kommt durch. Ist echt schwierig. Wenn er einfach steht, dann ist überhaupt nichts zu machen. Da, da steht da der Spieler und kriegt den Ball. Und ja, ach Mensch, ich könnte ja gleich mal loslaufen. Unter Umständen wäre das drinne. Und er klaut ihm das Leder.
Und jetzt hier wird's. Oh. Wenigstens kam der in die Nähe. Na, ich hätte ablegen können, aber der wäre genauso schlau da gewesen. Na, wahrscheinlich hat er sogar getroffen oder so, keine Ahnung. Naja, okay. Okay, okay, okay. Aber schon mal hier ein bisschen besser. Ein, zwei Schüsschen gemacht. Ein, zwei Schüsschen. Nidavi Sakai. Ich stehe im Abseits. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Ah, Schwab. Gentner. Und da auf Kakao. Da kommt die Flanke. Es gibt Ecke. Okay. Die erste Ecke reindrehen. Und er haut ihn hinten raus. Dem. Oh, schade. Nee, da kommt er nicht durch. Schwab kam da eher ran. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Und da ist halt einfach mal keiner. Ach. Danke. Wunderbar, komm. Da verliert er das. Oh, Quist hat aufgepasst. Also das mit den Tricks, das ist schwierig, aber ich kann das hinkriegen, wenn ich mich nur konzentriere, irgendwie, was weiß ich, in eine andere Richtung zu gehen, sozusagen, mit dem Stick. Also zum Beispiel, wenn ich einen Gegner vor mir habe, dass ich dann nach rechts oben, also ich laufe nach links, dass ich dann nach rechts oben drücke, links oben drücke und dann mit dem anderen Stick nach links unten drücke. Also mit dem rechten Stick nach links oben, mit dem linken Stick nach links unten. Dass das eventuell dann dazu führt, dass ich dann da irgendwie durchkomme. Starke Der Pass war so schwach. Oh, der Gegner hat ihn. Oh, fuck. Ja, es ist einfach, weil die so mega schwerfällig sind. Die stehen dann da und, boah, ach Mensch, hier, da steht ja einer mir im Weg. Ja, nö, ach komm, ich laufe jetzt gegen den. Das ist jetzt so mein Ding. Das ist, ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Aber ich arbeite dran. Das muss irgendwie besser werden. Zweite Halbzeit, jetzt geht's rund. Ich will ein Ding machen. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Sehr gut. Sah doch okay aus, oder? Das sah doch okay aus. Ja, ist ja immer gut. Da werden wir mal gehauen. Agui auf Molinaro. Also da war schon was mit Tricks und so weiter dabei. Aber das, die Sache ist ja, dass Otaldo nicht der geilste Skiller ist, ne? Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Ah, Foul, wahrscheinlich nochmal gelbe Karte hinterher. An Freund und Feind vorbei. Ja, an Freund und Feind vorbei. Wunderbar. Ah, aus. Deutschland ist Weltmeister. Nein. Ah, nee. Viel zu weit gegangen. Ja. Ey, das ist doch ein Foul. Also, unser Mann kriegt den Ball. Und der andere, der den Ball jetzt halt nicht gekriegt hat, der boxt den weg. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel.
Und Schuss aufs Tor. Ab Tor vorbei. War nicht ganz perfekt. War eigentlich ziemlich schwach aus der Position. Aber ich bin so... so frustriert. Komm, schnell, schnell, schnell. Es hat nicht geklappt. Ich habe probiert. Ich habe rechts unten gedrückt. Und dann hoch. Aber es war wahrscheinlich nicht richtig. Im letzten Moment geht einer dazwischen. Und abgefangen. Komm. Es wäre jetzt gut, wenn wir den Ball da kriegen können. Und er spielt den Ball da raus. Oh, jetzt kommt die Flanke, Ibisevic. Und damit ist die Gefahr fürs erste gebannt. Gentner. Kakao. Häuptling Zauberfuß. Ey, die gehen bei mir immer so heftig rauf. Dass sie das Spiel kontrollieren, wenn sie den Ball haben, aber sie müssen feststellen, nee, sie müssen zugehen. Das war nichts. Da habe ich es gerade probiert. Ah, da muss der Ball besser kommen. Gutes Defensivverhalten. Oh, Mann. Ah, da versucht er die Abwehr zu überlupfen. Starke Defensivaktion. Und er haut das Ding vor. Halloween. Gut gemacht. Gut abgefangen. Ah. Hat er gut weggeschlagen. Und weg ist der Ball. Nein, 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 nein. Starke Defensivaktion. Nein. Nein. Das schickt er mich, als ich dann auf dem Rückweg war. Um aus dem Abseits rauszukommen. Da war ich dann aus dem Abseits und... Ja, alles klar, hier aus dem Ball. Quist. Oh Mann, ey. Och Mann, ey. Och Mann, ey. 0 zu 0. Schwache Leistung. Gut gemacht. Gut abgefangen. Gut. Ja, ich bin weg. Sieht so aus. Ich habe echt alles gegeben. Alles gegeben, aber ja. Jetzt muss er vom Platz. Das war's wieder mal für mich. Da fliege ich einfach mal eiskalt raus. Und jetzt darf er sich aus. Na gut, okay. Vielleicht fällt jetzt noch hier ein Tor, weil ich nicht auf dem Platz bin. Das kann man ja durchaus haben. Passiert ja gerne mal. Sie müssen aufpassen, wenn Sie den Ball verlieren, dann riskieren Sie den Konter. Oh oh, Harnik. Das sah gefährlich aus. Gelb für Kratz. Oh, es war teils, teils, ne? Es war nicht ganz sauber natürlich. Schade. Er versucht's auf da haben wir die Pille Faust, wieder. Allerdings ohne Erfolg. Aus der Aktion wird das ist einfach irgendwie Quist. Extrem unrealistisch, dass man da überhaupt nichts machen kann. Aber so ist das jetzt im Spiel, ne? Irgendwie ist das echt schwierig. Also, dass sie überhaupt nicht laufen können, finde ich extrem komisch. Sie müssen jetzt ganz schnell den Ball nach vorne bringen. Also, wer bleibt denn da stehen? Also, nur weil der daneben einsteht, dann läufst du doch trotzdem mit dem Ball los. Also, wenn er dich sperrt, ja okay. Aber wenn er dich festhält, das geht ja nicht. Das kann er nicht machen. Deswegen versteht das irgendwie alles nicht. Vielleicht kann er es ja auch machen. Ich weiß es nicht. Ich kapiere nicht, warum ich hier so nicht loslaufen kann, warum es nicht geht. Er hat gerackert, jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Gut. Wow, sehr gut gemacht. Schönes Passspiel. Die Ballannahme ist natürlich, wie man eben weiß, auch mega krass realistisch. Also das geht schon mal nicht. Der Referee pfeift ab und die Partie ist beendet. Die Begegnung endet 0 zu 0. Ja, 0 zu 0 endet das Ding hier.
Schade, echt schade, schade, schade. Oh, ich habe auch eine 7,0. Das, boah, das geht, ne? Von der Bewertung her. So, wie sieht's hier aus? Der 24. Spieltag. Schalke gewinnt, Nürnberg gewinnt auch. Augsburg, Freiburg unentschieden. Irgendwas Besonderes. Bayern gegen Leverkusen 1-0. Mhm. Wir bleiben auf dem 5. Platz. Haben ja einen Punkt geholt, sind 37. Okay. Ja, es fehlt mir auf jeden Fall so ein bisschen jetzt hier der letzte Schliff. Aber die Genauigkeit mit dem schwachen Fuß ist jetzt auf 7. Das ist in Ordnung. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir auch mit einem schwachen Fuß einfach mal draufhalten können. Und damit ist das auch hier wieder vorbei. Wir sind nicht in der Tagesausstellung. Das heißt, weiter vorziehen. Gegen Nürnberg verlieren wir. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Platz 7. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab nach unten. Das ist nicht gut. Oh, 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 oh. Na. Borussia Mönchengladbach ist unser nächster Gegner. Und wir sind weiter nicht in der Tagesausstellung. Das ist natürlich klar, wer nicht das leistet, was man eben möchte. Gladbach gewinnt. Borussia Mönchengladbach gewinnt. 2-0 gegen uns. Platz 8. Jetzt geht's weit nach unten. Oh, oh, oh. Der Otaldo, der muss dringend. Der muss dringend. Ja, da mehr einfach reißen. Der muss einfach was reißen. Der muss was bringen. Wozu haben sie sich den Top-Spieler des Jahres den geholt? So, wir spielen hier gegen Bayern 4 Leverkusen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.